In diesem Video möchte ich noch mal kurz zeigen, welche Voreinstellungen zu machen sind im AutoCAD, wenn Sie mit AutoCAD 2D arbeiten. Das eine ist, dass ich mit einem weißen Bildschirm arbeite. Das ist natürlich Geschmackssache, aber wer jetzt mit meinen Vorlagen arbeitet, sprich mit meinen Übungsbeispielen, der muss damit rechnen, dass die gesamten Farben der Layer so konzipiert sind, dass sie auf dem weißen Bildschirm optimiert sind, dass man die mit weißem Bildschirm am besten sieht. Ganz einfach, weil ich das Ganze ja mit einer Beamerwand auf dem Beamer quasi übertragen muss und da ist der Hintergrund halt weiß. Das ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, das können Sie machen, wie Sie wollen, aber die Frage ist, wo kann man das einstellen? Und das können Sie hier einstellen, indem Sie auf die Option gehen. Sie können Option hier unten eingeben, die Befehlszeile, da kommen Sie da rein. So, und Sie sehen, dann geht das hier auf. Ja, Sie können hier über den Maulschlüssel kommen Sie auch in die Option rein. Sie können das aber auch von hier aus machen, dann finden Sie hier die Option. Also drei Zugangswege, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen, gibt es, um in die Option zu kommen. Hier kann man eine Unmenge einstellen. Ja, interessant ist, um bei den Bildschirmen zu bleiben, sind die Farben. Und hier können Sie unter Anzeige Farben, jetzt hier sich den Bildschirm quasi farblich einstellen. Ich verwende, wie gesagt, hier im 2D-Modellbereich, den wir jetzt hier im 2D-Kurs am häufigsten verwenden, einen einheitlichen Hintergrund und verwende hier halt die Farbe Weiß. Andere Farbeinstellungen verwende ich eigentlich nicht, aber theoretisch könnten Sie jetzt auch hier noch die anderen Bestandteile farblich neu einfärben. Was ich zum Teil auch noch mitmache, einfach zu Darstellungszwecken, dass ich die Befehlszeile farblich ein bisschen hervorhebe, damit die nicht so schnell übersehen wird. Und da nehme ich manchmal hier irgend so ein Magenta oder so, damit sie halt möglichst nicht aus den Augen verloren wird. Denn viele Fehler entstehen halt daraus, gerade bei den Anfängern, dass sie einfach die Befehlszeile gar nicht reingucken, dass sie da sich einfach durchklicken, die Befehlszeile komplett ignorieren. Ich muss selbstkritisch zugeben, ich mache das auch. Bei mir liegt es aber daran, dass ich nur die Sache nur schon jahrelang mit AutoCAD arbeite und viele Befehle zu kennen glaube und deshalb nicht mal hingucken muss, wobei ich zugeben muss, sobald ein Befehl nicht funktioniert, spätestens dann gucke ich eine Befehlszeile und schaue im Prinzip genau nach, was will das AutoCAD von mir. Ja, um das halt ein bisschen hervorzuheben, arbeite ich eben ganz gern mit einer farblich hervorgehobenen Befehlszeile, nicht in der Wirklichkeit, sondern wenn ich hier am AutoCAD was erkläre. Das nächste, was ich gerne mache, was für mich auch praktisch ist, ist das Fadenkreuz. Ich arbeite mit dem großen Fadenkreuz, was quasi über 100% auf dem Bildschirm geht, also wenn Sie das so kleiner machen, auf Anwenden gehen, das kann ich, dann habe ich halt so eins, das können Sie da auch einstellen. Wie gesagt, um einfach besser fluchten zu können, arbeite ich am liebsten mit einem Fadenkreuz über dem gesamten Bildschirm. Ja, aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Interessant wäre jetzt hier noch zu erwähnen, hier öffnen und speichern und hier können Sie jetzt einstellen, das Intervall, das heißt, wie oft soll jetzt AutoCAD quasi eine Sicherheitskopie machen. Ja, und je nachdem, wie schnell Sie arbeiten, aktuell ist es alle 10 Minuten. Das heißt, wenn AutoCAD abstürzt, haben Sie maximal 10 Minuten verloren. Hier sehen Sie auch die Dateierweiterung, wo Ihre mit welcher Dateierweiterung quasi hier das abgespeichert wird. Sie können das Intervall auf 5 Minuten runtersetzen. Sie sollen es nur übertreiben, ja, auf eine Minute oder so, weil dann eventuell AutoCAD dann doch ein bisschen langsam, dass man da ständig am Speichern ist. Aber wie gesagt, 5 Minuten zu verlieren, ist, glaube ich, zu vertreten. 10 Minuten, wenn man jetzt nicht allzu schnell arbeitet, ist, glaube ich, auch noch okay. Hier vorne finden Sie jetzt nochmal die Dateispeicherpfade. Ist eigentlich für Anfänger weniger interessant, wird dann interessant, wenn Sie jetzt irgendwelche Sachen noch einbinden wollen. Und oftmals wird dann im Prinzip in den Foren darauf verwiesen, schauen Sie danach, welcher Speicherort ist da eventuell falsch zugeordnet oder so, also die finden Sie quasi hier vorne. Ansonsten gibt es hier noch Unmenge Dinge, die man einstellen kann, wo ich jetzt sage, gut, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, können Sie da mal durchgucken, für diesen Kurs sind die anderen Sachen nicht unbedingt relevant. Also wie gesagt, unter Anzeige, die Einstellungen sind manchmal am interessantesten und vielleicht für zu Hause, wenn Sie jetzt an Projekten arbeiten, ist noch das automatische Speichern nicht ganz unwichtig.